Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Eduard the Lonely Man. Schön, dass ihr wieder mit einem Schlüssel seid. Wie immer, lasst gerne das Däumchen da. Ja, ihr wisst, ein Däumchen ist ein Träumchen. In der letzten Folge, meine Lieben, da ging ja wieder, da war ja, also da, ich weiß ja nicht, was mit den Dorfbewohnern so manchmal los ist, ne? Es sei nochmal erwähnt, ihr könnt euch gerne bewerben auf die Stelle als Arzt oder Krankenschwester, ne? Wer Lust dazu hat, bitte seid Ü18, das ist sehr, sehr wichtig, ne? Und alles andere können wir dann gerne miteinander talken. Ansonsten, viel Spaß in der Folge. Mal gucken, was heute so passiert. Ja. So, wir machen hier. Ah, oh, oi. Warte mal, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25. Och, schön. Ja, ihr seid mal gute Hühner. Ja, wie sieht's denn aus mit dem Futter hier bei euch? Oh ja, das passt ja. Mensch, ihr seid ja 100% gesund seid ihr, ja? Ja, logisch, ist ja klar, wie soll es euch sonst bei mir gehen? Ja, aber gut. Ach, warte mal, das ist so entspannend hier. Kann man einfach mal die Seele baumeln lassen. Ach, einfach mal nachdenken. Schön, einfach schön. Ja, aber gut. Warte mal, Emma, die ist jetzt, warte, die müssen wir mal anrufen. Ja? Emma? Ja? Wie läuft's denn? Ganz normal. Ganz normal. Kommst du zur Rande mit der Ernte? Ja. Okay, wie ist so der Durchsatz? Also kommt gut was runter oder eher nicht so? Ich fahre gerade die ersten Hänger weg mit 15.000 Liter. Ach, ne, das klingt doch gut. Das klingt doch sehr gut. Okay, gut. Emma, da weiß ich Bescheid, dann mach du mal dort weiter. Ich kümmere mich mal so ein bisschen um die Hofordnung, ja? Jawohl. Alles klar, danke dir. Ja, warte mal, wo hab ich denn jetzt hier? Ah, warte mal, hier ist der. Ist der Manfred. Ja. Manfred! Ja? Ja, Manfred. Horch mal, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Okay. Ich bin gerade ein bisschen im Funkloch. Ja, kein Problem. Manfred, du bist noch hinten auf Marga tätig. Ja, bin ich. Achso, hat das, hat geklappt mit dem Saatgut oder was? Ja, das hat geklappt. Ah, perfekt, perfekt. Okay, da ist der wieder. Dann kümmere dich mal dort um den Acker und tu mir aber einen Gefallen. Dann müsste, wenn das noch nicht weggeräumt hat, dann müsste doch noch hier ein bisschen Häckselgut rumliegen. Ja, liegt noch. Ja, genau, perfekt. Dann wirst du mir mal einen Gefallen tun, dann wirst du demnächst mal bitte, wenn es bei dir zeitlich auch reinpasst, ne, rufst du mal bitte beim örtlichen Händler an, den Herrn Weber, ja? Mach ich. Und der soll dann mal bitte dort aufkreuzen und sagst mir aber auch Bescheid, dass ich dann mit dort dazukommen kann, weil so kann es ja nicht gehen, ne? Ja. Alles klar, gut, dann mach mal weiter, ich mach mal ein bisschen Hofordnung. Okay. Alles klar, bis denn. Da, warte mal, jetzt müssen wir noch, warte mal, wenn wir den mal anrufen. Geh da ran. Mann, das ist doch zum Kotzen. Die Karre muss weg hier. Mann, das kostet. Ich hab die Idee. Fahr das Ding jetzt selber. So. Ich fahr das Ding jetzt selber. Was ist denn jetzt schon wieder? Hallo? Ja, wie? Oh Gott, das schrei mich doch nicht immer so an, das Telefon. Ich schrei doch gar nicht. Natürlich, mir klingeln die Ohren. Ja, das ist doch schon mal gut. Nee, das ist scheiße. Da springt das Trommelfell weg, wenn man das hört. Verstehst du? Das zu laut ist nicht gut. Ja, verstehe ich. Danke. Was ist? Dein Mitarbeiter hatte mich gerade angerufen. Ah, ja, genau. Ich soll da noch irgendwas beseitigen. Ja. Auf dem Feld. Ja, genau. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, so leicht. Da ist mir so ein kleines Missgeschick, glaube ich, passiert. Kann das sein? Ja, ganz kleines Missgeschick, ja. Brauchen wir auch nicht so groß ausweiten. Kann ich jetzt gerade leider nicht hinkommen, nicht. Weil ich habe gerade eine Besprechung an einem Feld mit dem Bürgermeister. Ich werde das zum späteren Zeitpunkt machen. Also okay. Jetzt gerade kann ich es leider nicht, Eduard. Ja, ist kein Problem. Ich habe auch das nötige Werkzeug dafür. Das stelle ich dir alles zur Verfügung. Brauchst nichts mitbringen, nur dich selber. Oh, das ist super. Perfekt. Ja, ne? Dann machen wir das. Wo hast du, warte mal, welchen Acker hast du eine Besprechung?
Ah, hinten an deinem letzten Feld gegenüber. Ah, meinem letzten Feld, warte mal, das. In Richtung LU. Beim Flurstück 42 oder was? Ja, genau. Ach, Google, was ist. Okay. Ja, gut, mach mal. Ich muss ja sowieso. Du sag mal, ich hab mal bei dem LU-Fuzzi angerufen, ne? Die Sau geht nicht ran. Nur, dass du es auch mal gehört hast, ne? Oh. Ich bring den seine Fahrzeuge jetzt selber dorthin. Das ist ja. Das geht ja gar nicht, ne? Pass mal auf, du bist doch Händler, ja? Ja, das ist korrekt. Was macht es aus, wenn man mit Ketten über einen asphaltierten Untergrund fährt? Stahlketten oder Gummiketten? Ne, ich denke mal, die Robbe hat Gummi. Ist das, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Okay, dann passt's ja. Aber die Raupe. Ach, guck mal, ich seh dich! Lassen, ich seh dich! Warte! Oh, verdammt! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Achtung, oh Gott. Ich komme! Hallo! Also, Moment! Ui, 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 ui! Oh! Ui, ui, ui! Jetzt hast du mir Schrecken eingejagt. Ja, gut, jetzt. Oh, warte, ich lege auf. Ja. Die Raupe kannst du stehen lassen hier. Warte, wieso? Die nimmt der Kevin gleich mit, weil die hat das LU sich bei uns ja geborgt. Ach, die ist von euch? Ja. Also. Ach so. Ja, guten Tag, Kevin. Guten Tag. Ja. Hallo, Herr Müller. Ich sehe jetzt schon wieder. Hallo, ja. Schmidt, Polizeidirektion Rade. Hallo, Herr Oberbillig. Ja, guten Tag, Herr Schmidt. Ich hätte mal bezüglich der Beweislage der Manipulation des Blitzers gerne heute im Laufe des Tages einen Termin bei Ihnen auf dem Hof. Wie, bei mir? Muss ich Ihnen den Termin geben oder kann ich Ihnen den auch für nächste Woche geben? Das wird heute sein und ich möchte bitte von Ihnen einen groben Zeitplan haben, wann Sie denn wieder so am Hof zugange sind. Wann wir uns dort mal kurz treffen können. Möchten da von mir eine genaue Zeitangabe? Circa. Ich warte auch gerne mal 5 Minuten, Herr Oberbillig. Schauen Sie gegen Horizont, wo die Sonne erblicket, das Sonnenschein oder Licht. Ja, zum Tag und zum Schlag der 5. Stunde nach Mitternacht. Ich sollte ein Buchautor werden. Ich wette mit Ihnen, es verkauft sich nicht. Machen wir bei Ihnen gegen 15.30 Uhr auf dem Hof? Wäre das okay? Bitte, was haben Sie gesagt? 15.30 Uhr, Herr Oberbillig. Bis nachher. Auf Wiederhören. Ja. So. Geht's Ihnen gut? Ja, ich hatte nur gerade den Herrn Schmidt am Telefon. Oh ja, ist immer ganz schwierig. Ja, ach so, ja, Herr Weber. Ja, Eduard. Wie geht's denn der Front? Da ist doch gar, also. Warum der Front? Ist alles in Ordnung? Oder sehen Sie da irgendwas? Warten Sie mal. Da ist doch gar nichts. Pass mal auf, Herr Weber, warte mal. Lass mich mal hier, was hat denn du? Warte mal, ich muss mal hier kurz, ich brauche mal meine Tasche. So, hier. Kannst du mal kurz das Messer halten? Ja. Ja. Ja, perfekt. So, ach, hier haben wir doch den Bubsefolie. So, warte mal, geh mal rüber. Ich will mal hier an der Folie ziehen. Na? Ach, guck mal da. Mensch, du, das ist aber ein schönes Grün auf dem Blau. Eduard. Was denn? Musste das sein? Naja, du versuchst, also ich weiß ja nicht. Also, ne? Du hast doch gar nichts gesehen. Ja, nee, ich kenne ja jetzt bloß das Grün auf Blau. Ja. Das sowas macht man doch nicht. Nein. Mensch, Herr Müller. Ja. Was halten Sie denn davon? Grün auf Blau. Naja, jetzt wir so noch hier raten, so ein bisschen rot mit dem Spüren, nicht? Ja gut, wo das herkommt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Herr Weber, haben Sie eine Akte verloren, oder was? Herr Müller. Also diese Geschichte, das ist eine Katastrophe. Ich war beim Friseur, ich war bei der Uschi. Ja. Die Uschi habe ich gesagt, immer, mal wie immer, aber entfernen wir mal bitte meine grauen Härchen, ja, die ich durch den Stress bekommen habe. Getan. Und jetzt wollen sie auch noch sagen, dass die auch noch das Grün da an dem blauen Fahrzeug gemacht hat, oder was? Ja, wenn sie es so. Also. Nee, das wollen sie ja sagen. Ich frage sie ja. Jetzt wollen sie sich jetzt auch nicht schon wieder rausreden, oder was? Nein, ich bin immer noch auf den Bezug mit meinen Haaren. Und dann hat die sich mit der Farbe vertan und jetzt laufe ich hier rum wie eine Ampel. Ja, ja gut, außer das Blau, dann wird das ja wirklich eine Ampel sein. Rot, ja, ne? Grün, brauchen sie jetzt nur noch Orange. Nur noch Gelb. Ja, Orange, richtig. Ja. Ah, Orange, da kann ich mich drum kümmern. Ach nee, ist in Ordnung so. Also ich bin froh, wenn die Farbe wieder raus ist. Ja, okay, aber meine Herren, lass dich nur nicht erwischen, Weber, ja, ich sag das. Nein, der ist wie der Letzte, also, naja, gut. Aber meine Herren,
Was machen Sie denn eigentlich hier? Flurbegehung, Herr Müller, ist das jetzt auch neuerdings so Ihr Steppenpferd? Ich meine, klar, Sie sind Bürgermeister, Sie kümmern sich um die Gemeinde. Aber mit dem Händler? Ich möchte investieren, Eduard. Investieren möchte ich. Willst du jetzt Ackerbau machen oder was? Nein, da habe ich ja nicht so die große Ahnung von. Wollte ich gerade sagen, mit deinen epilierten Fingern und manikierten Nägeln da, ich glaube nicht, dass da was wird. Deswegen sage ich immer, jeder soll das machen, was er kann. Ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Genau, richtig. Und ich bin da überlegen, einen Solarpark zu errichten. Bitte? Ja. Und Solarpark wollen Sie hier aufziehen, oder was? Richtig. Warten auf dem kompletten Areal hier, oder was? Auf dem kompletten Areal, etappenweise natürlich, nicht auf einmal. Aber es soll nachher das Ziel sein, dass das komplette Flurstück ein riesengroßer Solarpark ist und die Stadt weitestgehend oben versorgen kann. Was ist denn da mit uns Landwirten jetzt? Also Herr Müller. Also ja. Jetzt wollen Sie, also jetzt, ich bin es ja auch nur hierhin bestellt worden. Ich weiß ja absolut auch nichts im Vorfeld. Ja. Ich habe das ja auch gerade erst so mitbekommen. Es ist auf jeden Fall so. Es ist ja jedem Mitbürger freigestellt, ob er sich auf Solartechnik spezialisieren möchte oder das, sage ich mal, errichten will. Ja, ja. Aber wenn Sie das jetzt Stück für Stück hier auf einem ganzen Feld machen wollen, dann muss ich sagen, hat die Stadt auch was dagegen. Weil wir haben einen BGA-Betreiber hier, der natürlich auch dafür sorgt, dass auch gewisse Sachen für die Stadt gemacht werden und auch wird auch mehr oder weniger sind da auch schon Pläne vorhanden, wie auch weiterhin Strom gewonnen wird aus der wirtschaftlichen Seite raus und jetzt kommen sie und wollen hier ein Feldblatt machen. Und wollen da etappenweise, Herr Müller. Etappenweise ist bei Ihnen wahrscheinlich 2 Stunden, ist das Feld voll. Das kann ich hier nicht absegnen. Das geht deswegen absolut nicht. Deswegen sind wir auch noch in der Vorplanung, wie man das angehen kann mit der Stadt in Zusammenarbeit natürlich auch und Rücksprache mit den Landwirten, dass man da eine Einigung findet, wie man da wieder fahren kann. Weil ich bin da dagegen. Lassen Sie mich doch mal ausreden. Ja. Die Landwirte und Dorfbewohner profitieren davon ja auch. Sag mal, wo denn? Bei was denn? Wo profitieren wir denn? Dass die Maulwürfe dann sich denken, hier drüben ist es mir zu dunkel und hier zu stromhaft, ich gehe drüber auf das andere Feld und stoß dort. Nee. Die können schön hier drüben rumstoßen. Strom kommen. Was will ich denn günstiger an Strom? Positiv. Ich habe eine eigene Biogasanlage. Ja, aber die müssen sie auch erstmal betreiben und wenn sie da dann vielleicht nicht genug Material haben, können sie halt noch Strom durch den Solarpark. Genau, da kommen wir nämlich dazu. Wenn ich nicht genug Material habe, ich dann deswegen, weil solche komischen Investorensköpfe wie Sie dann kommen und sich denken, ach komm, Mensch, das Feld, das sieht aber gut aus. Mensch, das Feld, das kann ich mir günstig holen, das mache ich platt. Deswegen habe ich als Landwirt nicht genug Fläche. Ja, aber... Ja, nee, Eduard. Aber, was, soll es ein Herzinfarkt werden, oder was? Nee, zum Glück noch nicht. Aber schau doch mal, wie viel Felder es hier gibt, die auch vielleicht noch zur Pacht oder zum Kauf freistehen. Ich habe da jetzt nicht die genauen Zahlen, das müsste man vielleicht mal prüfen. Ja, aber die Felder sind am Arsch der Heide und da geht's ja schon wieder los. Ja, wir müssen alle an die Umwelt denken, weißt du? So, und wenn ich dann nämlich hier mit meinem vielleicht schlechten Rußbandigelfilter sonst wie weit fahren muss, ja, dann geht das dort wieder, dann geht mir die Stadt wieder, Entschuldigung, Herr Müller, auf den Senkel, dann muss ich zu dir wiederkommen, muss das wieder austauschen lassen, das sind wieder Kosten so. Und wenn ich dann aber die Felder nehme, die näher ran sind, muss ich nicht so weit fahren, muss nicht so viel tanken, weißt du, das ist alles solche Dings, das ist ein Kreislauf, das ist ein roter Faden. Aber umso näher der Solarpark an der Stadt dran ist, umso weniger muss man natürlich auch Baumaßnahmen durchführen, um den Strom einzuspeisen. Umso weiter muss ich als Landwirt aber fahren. Wie, was ist gelogen? Okay. Das stimmt. Also passen Sie mal auf. Ich roll das Feld jetzt mal sozusagen von hinten auf. Wir stehen jetzt hier, Sie haben ja Pläne und die haben Sie erstmal so mitgeteilt. Genau. Punkt 2 sind wir in keiner Vorplanung und Punkt 3 bin ich Stellvertreter Bürgermeister und ich muss da absolut sagen, ich bin dagegen. Aber
es liegt ja nicht in meiner Hand. Das muss erstmal durch den Gemeinderat und dann durch den Wirtschaftsrat noch durchgewunken werden und der Bürgermeister muss das natürlich auch noch absegnen oder dann gegebenenfalls ablehnen. Aber so, diese Arbeit muss erstmal gemacht werden. Ne? Das verstehe ich ja voll und ganz, Herr Müller. Ich stehe da, wie gesagt, auch gerne mit Rat und Tat zur Seite und unterstütze die Gemeinde und die Stadt dabei. Das glaube ich auch. Das ist gar kein Problem. Klar, riecht an der Geld. Und erkläre natürlich dann auch, wie alles funktioniert und wie wir da... Eduard. Ja, bitte. Hast du nicht noch was zu tun? Na, ach so, ja, warte, doch, ich habe noch was zu tun. Warte, ich muss kurz telefonieren, aber warte. Darf ich auch meinen Senf mal kurz dazu geben? Wolf, gleich. Also, wenn du noch eine Bratwurst hast, gern. Ganz, ja gut, nee, was ist, Herr Wolf, ja, dann hauen Sie mal raus. Ja, also ich finde das schon nicht schlecht mit dem Solarpark, aus dem einen Grund, man will ja bestimmt nicht, dass die Monopolstellung nur an die Biogasbetreiber hinbleibt. Also das soll ja offen für alles sein. Ja, pass auf, Herr Wolf, das verstehe ich ja auch, ne? aber so die Herangehensweise, was man ehrlich ist, aber so die Herangehensweise, das finde ich nicht in Ordnung, ja, das ist nicht gut, so, und da werde ich auch sehen, das werden wir auch, ich muss da mal ganz kurz, im Moment den Herrn Schmidt anrufen, da muss ich mal kurz mal gucken, was der jetzt sagt, ja. Schmidt? Hallo? Herr Schmidt? Ja, Herr Oberbillisch, Entschuldigung. Gott sei Dank. Hat's ja nie noch auf dem Tisch liegen. Kein Problem. Herr Schmidt, ich hab da mal eine Frage. Ja, Herr Oberbillisch, gerne. Also wie würde es sich denn auswirken auf das laufende Verfahren mit Ihrem bestätigten Fahrrad, wenn man eventuell wüsste, wo derjenige sich gerade aufhält und was derjenige versucht hat, um das zu vertuschen? Würde mir sehr viel bringen. Okay, was würde das demjenigen einbringen? Eine Anzeige wegen Fahrerflucht, wegen Sachbeschädigung von Staatseigentum. Ah ja, okay, dann passen Sie mal auf. Dann bleiben Sie mal kurz am Telefon und zwar ist es wie folgt. Meine lieben YouTuberinos, was wird der Eduard machen? Wird der Eduard den Herrn Weber jetzt verpetzen? Wie geht's weiter? Wir wissen es nicht. Wir werden es rausfinden in der nächsten Folge. Deswegen schaltet wieder ein, wenn es heißt Eduard the Lonely Man. Bis dahin, tschüss und ciao und lasst das Däumchen da.